Ob auf die Lieferung schwerer Waffen ein Atomkrieg folgen könnte, wisse man nicht, erklärt die Bundesaußenministerin. Weiß ich nicht. Ich glaube, niemand auf der Welt, außer Herr Putin selbst, kann zu 100% sagen, wenn wir den Schritt gehen, dann passiert am nächsten Tag dieses. Deswegen können wir auch nichts komplett ausschließen. Wir müssen auch mehr im Bereich der Panzer tun, aber das Wichtigste ist, dass wir das gemeinsam tun und dass wir jetzt nicht uns gegenseitig Schuld zuweisen in Europa, weil wir einen Krieg gegen Russland führen und nicht gegeneinander. Scholz warnt vor einem Atomkrieg. Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Russland nennt Panzerlieferungen direkte Beteiligung am Krieg. Direkte Beteiligung des Westens an diesem Krieg. Scholz argumentiert indirekt, dass Deutschland lieber keine deutschen Kampfpanzer liefern solle, um nicht das Risiko eines Atomkriegs mit Russland zu erhöhen. Es gibt in diesem Land viele Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen, auch angesichts einer solchen Entscheidung und angesichts der Dimensionen, die diese Waffe mit sich bringt. Und deshalb möchte ich diesen Bürgern und Bürgern hier und an dieser Stelle sagen, vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Vertrau mir, meine Damen und Herren. Wir haben keine Impfpflicht und wollen sie auch nicht einführen. Also erstens bin ich gegen eine Impfpflicht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich für eine Impfpflicht bin und ich bleibe dabei. Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Vertrauen.